Das ist Hannah. Das ist Stevie. Hallo. Und wir sind eins der Türchen für den Musical Challenge Adventskalender. Wir werden euch erzählen, was wir zwei Musical-Darsteller und auch beste Freunde im privaten Leben zu Weihnachten machen. Ricola! Und Salbeizuckerl und was es alles noch so gibt. Weil ich ein Hypochonder bin. Meistens kochen wir irgendwas mega aufwendiges. Irgendwas richtig, richtig Geiles. Also Raclette zum Beispiel. Das ist gar nicht so aufwendig, aber du brauchst so viele kleine geile Sachen. Oder Käsefondue. Aber manchmal machen wir auch richtig irgendwie richtig geil Fleisch. Irgendwie eine Gans oder ein Elche. Am Nachmittag gehen wir in die Kirche. Da haben wir diese Christkindl-Andacht heißt das. Da spiele ich immer Gitarre für den Kinderchor. Und dann singen da meine ganz kleinen Kids aus meiner Ortschaft. Und dann am Abend feiern wir eben mit der Bescherung und dann gehen wir um 23 Uhr in die Christmette. Das machen wir jedes Jahr. Genau. Und was auch an jedem Weihnachten nicht fehlen darf, ist der Glühwein. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Das ist so the musical. One and only. So musical. No. Du hast eine Glocke? Ich heuere meine Eltern bis heuer und ich bin jetzt 22. Bis heuer heißt dieses Jahr. Bis dieses Jahr. Ich sage jedes Jahr mal, ich möchte eine Glocke haben. Und ich bekomme jedes Jahr eine Glocke. Geil. Das ist wichtig. Ich finde es total, das lässt mir meinen Weihnachtsflair. Meine Mama macht die besten Vanillekipferl. Und das sind nicht diese halbmondförmigen, sondern das ist so ein Berg. Also wie so ein Gipfel. Ich glaube, daher kommt das aber den Gipfel. Vanillekipferl. Ja, Gipfel. Achso, ja. Die Spitze von so einem Berg. Also es ist so ein Stück Teig, das machst du so drin, machst du so eine Spitze und dann wälzt du das in Vanillezucker. Aber so richtig, also nicht so, nicht dieser putrige, sondern der richtige Vanillezucker. Und dann, wenn du das in die Hand nimmst, dann zerbröselt das so und es ist lecker. Hixe Tequila Ixe, Kieze Ligafila Krepus. Oh! Mindblowing. Cheers. Cheers. Auch wenn es verrückt klingt, was? Zwei Menschen und ein Gewürzspekulat, das wollte ich gerade sagen. Ich kenne keinen, der auch so denkt wie ich. Verwechselt, nochmal verwechselt, sind geistig synchronisiert. Wie schön, dass es funktioniert. Du und ich, wir sind für uns da. Einmal waren die Kekse nicht da, das weiß ich noch. Und dann, okay, es war mein Mikro war schon an und ich wusste das nicht. Und ich so, Siri, wo sind die Kekse? Und ich so, du hast die Kekse. Und nein, scheiße, du hast die Kekse. Und mein Mikro war an und das ganze Publikum hat es gehört. Nächster Moment, wir hatten die Kekse, wir kommen aus dem Baum. Und jetzt als kleines Goodie zu unserem Adventstürchen nehme ich euch nochmal mit zu Hannas Premiere von Flashdance.